Hallo, wir machen jetzt einmal was ganz was Raffiniertes, und zwar Spaghetti-Eis. Für unsere rote Soße geben wir mal die Himbeeren in eine Schüssel und dann tun wir es einfach mit der Gabel klein drücken. Wenn das Ganze eine breiförmige Konsistenz hat, dann geben wir ein bisschen Wasser dazu und tun es ordentlich verrühren. Zum Schluss geben wir noch ein bisschen Zucker dazu und eine frische Zitrone. Und das Ganze tun wir nochmal gut verrühren. Für besonders feine Sauce tun wir das Ganze noch gut. Die fertige Sauce stellen wir in den Kühlschrank und dann lassen wir es für mehrere Stunden kühlen. Anstatt geriebenem Käse verwenden wir einen geriebenen Nussmix. Und klein mahlen. Damit unsere Spaghetti möglichst lang die Form behalten, geben wir den Teller ins Gefrierfach. Zum Anrichten geben wir eine große Portion Eis in die vorgekühlte Kartoffelpresse. Dann müssen wir nur mehr andrücken und die Spaghetti am Teller anrichten. Dann geben wir die ebenfalls gekühlte Himbeersauce drüber. Und wir streuen ein paar Nüsse drüber. Zum Schluss ein Blatterl Zitronenmelisse. Das hat mir jetzt so gut geschmeckt, ich gehe mir gleich noch eins machen. Esst es schnell, sonst rinnt es euch davon. Tschüss!